Hallo meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wisst ihr, es war über Jahre völlig normal für mich, auf Festivals Reportagen zu drehen. Nun hat sich hier einiges verändert, aber man mag den Metal zwar aus den YouTube-Videos bekommen, aber nicht aus dem YouTuber selbst. Und da dachte ich mir, wenn man jetzt nach 2 Jahren endlich wieder in Wacken ist, ja, da kann man nicht nichts filmen. Let's go! Jedenfalls habe ich mir meinen alten Schulfreund Toni gepackt, bin nach Wacken gefahren und wir haben dieses Video gemacht. Viel Spaß damit. Jetzt blinkt ein rotes Licht. Jetzt blinkt ein rotes Licht? Jetzt blinkt ein rotes Licht. Das freut mich, Toni. Was macht das rote Licht? Es blinkt rot. Das ist ein komisches Gefühl, jetzt mal wieder so einen Festivalbericht zu machen quasi. Und vor allem mit dir auf ein Festival zu fahren. Wir waren 2014 das letzte Mal. Mhm. Das ist krass. Langes her. Hallo und herzlich willkommen zur Rückkehr nach Wacken quasi. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch richtig vorbereitet bin für sowas. Toni ist es nicht. ich glaube, wir pennen auch einfach im Auto. Also wir geben es uns so richtig hart diesmal. So, jetzt haben wir uns natürlich auch entsprechend vorbereitet. Ich kann euch mal zeigen, was ein Profi mit nach Wacken nimmt. Achtung. Ja. Wir haben natürlich, selbstverständlich, gleich mal reinschauen, nahrhaftes Material dabei. Saft aus Getreide destilliert, Saft aus Äpfeln destilliert, Saft aus Bullenhoden destilliert und noch so irgendwas mit Saft. Vitaminen und aus was Tonic eigentlich ist, weiß ich gar nicht, ehrlicherweise. Und Eis, das ist das Allerwichtigste und mehr braucht ihr gar nicht wissen. Das reicht schon völlig und ganz, um ein wundervolles Wacken-Wochenende zu bekommen. Hoffe ich, ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ob das alles gut geht, werdet ihr gleich sehen. Die Laune ist schon wieder auf dem Tiefpunkt. Ich habe mich bekleckert und wir sind gefühlt, aktuell 6 Stunden zu spät aufgebrochen. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Nachdem ich mich jetzt schon wieder bekleckert habe, jedes Mal, wenn die Kamera aus ist, habe ich festgestellt, dass Toni einen großen Fehler gemacht hat. Toni, du hast einen großen Fehler gemacht. Hab ich das schon erzählt? Nee. Du hast vergessen, Süßigkeiten mitzunehmen. Wir haben keine Süßigkeiten. Oh, wir hätten Kaktuseis mitnehmen können. Verdammt! Verdammt! Scheiße. Verdammt! Kaktus for Friends, wo nur das Gute vom Kaktuseis übrig geblieben ist. 30 Sekunden später, Stau. Gut. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen einfach jetzt alles mit. Dann haben wir die volle Experience, bis wir in Wacken sind und einen Grund haben, uns zu entspannen. Entspannen müssen. Aber ich hätte jetzt trotzdem gerne ein Kaktuseis. Alex. Wenigstens sind wir nicht die da drüben, Toni. Wenigstens das. Wenn wir dann in die falsche Richtung fahren würden? Beispielsweise, ja. Wieso hören wir eigentlich keine Musik? Was willst du für Musik hören? Human Music. Ja, ich mag Human Music. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Nee. Und das bis Hamburg jetzt. 4 Stunden Snake Jazz. Oh! Also ich könnte mir eigentlich... Ja, na klar. Solidarisch besäufst du dich jetzt einfach auf dem Beifahrersitz oder was? Wenn wir angehalten werden, darf ich dann die Polizei anpöbeln. Da habe ich Erfahrung. Das filme ich dann. Was?
wir jetzt einfach weiter laut sind, Alex? Moment, worauf referierst du jetzt? Auf deine... Auf meine Party? Ja. Das war die letzte Party, die in diesem Studentenkeller stattfinden durfte, ne? Wirklich? Ja. Fuck. Ja. Ach stimmt, da war dieser Dozent, oder? Ja. Weil mich Stress gemacht hatte. Ja. Wir haben unsere Zeit als Studenten genossen, das kann man sagen. Findest du das immer noch? Ja. Oh. Du darfst jetzt nichts mehr sagen. Ich sag jetzt nichts mehr. Das ist jetzt verboten. Ich sag nichts mehr. Herrlich. Herrlich. Ich hatte ja schon Angst, dass es dieses Jahr kein richtiges Wackenwetter gibt. Aber ich bin nicht enttäuscht worden. Ja, dieser lächerliche Sonnenschein. So ein bisschen Wackenschlamm, ne? Oder ganz viel, am besten ganz viel Wackenschlamm. Sonst ist das doch nichts Richtiges. Durchfahren und man wird von blendendem Sonnenschein erwartet. Gut, dann ist die andere Möglichkeit, dass es extrem staubig ist. Es gibt kein normal, es gibt nur staubig oder matschig. Oder beides. Kühe, Mensch. Schon ein bisschen idyllisch, Toni. Was sagst du? Du bist zum ersten Mal hier. Ja. Wir brauchen ja von dir auch ein bisschen Feedback hier in diesem Video. Mich wundert, dass da keine lila Kuh dabei ist, aber wir sind ja auch hier nicht. Ich dachte, Kühe sind immer lila, das stimmt, aber vielleicht ist das im Norden wegen der Wetterverhältnisse so, dass das immer ausgespült wird, die Farbe. Mm. Steaks. Aber die Vegetation hat sich erholt, nachdem hier 2 Jahre niemand war. Steht alles in Saft und Kraft. Rein so. So, amphibisch, Stau geprüft, Einbahnstraßen gekreiselt, aber mit einer Blase aus Stahl. Ich finde, jetzt haben wir uns ein Ankommensgetränk. Sowas von verdient, Toni. Was wird? Was Kaltes? Saft. Kalter Saft. Kalter Saft. Kalter, vitaminreicher Saft, Toni. Sehr gut, ich freue mich. Ich habe ja am Anfang echt gedacht, dass das ein Tampon wäre am Himmel. Ne? Also es war auf jeden Fall ein idyllischer erster Abend, an dem die Kamera dann eigentlich auch aus war, weil man ja erstmal die ganzen Leute wieder begrüßen musste, die man seit, ja, teilweise Jahren nicht mehr gesehen hat. Das war schon wirklich sehr herzlich alles. Ja, am nächsten Morgen dann. Good morning, Sunshine. Der werte Zuschauer wird bemerken, wir sind immer noch nicht aus diesem Auto rausgekommen. Ich finde, das ist sowieso Trick 17. Scheiß auf Zelt, ohne Witz. Es ist so viel gemütlicher, einfach im Auto zu liegen. Es ist tatsächlich gar nicht schlecht gewesen. Oder? Ja. Ja. Ich bin ehrlich, ja. Tja. Na, wie geht's dir, Toni? Auch wenn ich nicht den Sitz zurückgemacht habe. Ja, das ist tatsächlich... Das so gar nicht! Das ist so gar nicht. Traurig. Geschafft, die Kontaktlinsen rauszunehmen, aber nicht den Sitz zu bewegen. Ne? Nur weißt du nicht mehr, wo die Kontaktlinsen sind, oder? Nee. Tja. Wahrscheinlich irgendwo hinten. Naja. Wir brauchen schon Augenlicht. Ja, oder Körperhygiene oder so. Körperhygiene. Ich bin doch. Mir ist doch jetzt erst aufgefallen. Hier steht da wirklich ein LKW. Das habe ich gestern nicht realisiert. Spannend. Wollen wir da mal rein hier? Das ist gerade offen. Da steht aber nicht dran, was es da drin gibt. Das ist deswegen muss man es ja rausfinden. Ah, so, es ist die Neugier, nicht die Diebesgier.
Das habe ich noch nicht gesagt. Das werden wir sehen, wenn wir einfach drin sind. So. Man ist natürlich vorbereitet auf alles. TikTok-Challenge sagst du? TikTok-Challenge. Wusstet ihr, dass Elotrans ein TikTok-Trend ist? Dabei ist das etwas, was wir alten Menschen ganz, ganz dringend und furchtbar notwendig brauchen. Wenn wir Durchfall haben. Wenn wir Durchfall haben. Oder aus anderen Gründen die Nährstoffe nicht mehr so richtig in dem Körper drin sind, wie sie sein sollten. Guck mal, sieht sogar fast aus wie Kaffee. Wirklich? Das, ja, ein bisschen. Also gerade war es auch so bräunlich. Das ersetzt den Kaffee von partyaffinen Menschen. Ah. Die Schreie im Hintergrund aus, sehr gut. Ich hoffe, das hat man gehört, dass da hinten eine Horrortruppe umherzieht. Ja, ja, mal gucken mal da. Das können auch einfach nur ganz normale Festivalgäste sein, so wie die aussehen. Ja, nee, weil die anderen waren irgendwie so eine rote Rufe. Ja. Prima. Dann hat der gute Philipp uns noch ein bisschen Proviant vorbeigebracht. Ja, man muss ja, wenn man sich auf den Weg machen will, versorgt sein. Ihr werdet übrigens sehen, dass das alles Radler ist, ja, wenn ihr genau hinschaut. Alter, ich habe jede Ecke, habe ich gemerkt, das bis auf diese, die einzige andere Ecke. Endlich, endlich, Nachschub. Na, dann ging es schon wieder vor. Ein ganz fundamentaler Bestandteil von jedem Festival-Video ist ja auch das über den Campground ziehen, dann mit Leuten sprechen und so ganz verrückte, zufällige Momente zu erleben. Das war immer ein Ballwechsel jetzt so. Mensch, das mit der Rolli, das Energie! Das möchte ich jetzt auch mal in gut sehen, bitte. Ja, okay. So, na, dann zeig doch mal deinen besten Aufschlag aller Zeiten. So. Aber natürlich. So, willst du aufschlagen oder soll ich? Ne, sie muss jetzt den besten Aufschlag aller Zeiten zeigen. Auf jeden Fall. Und irgendwie waren diese Momente dieses Jahr ganz besonders kuschelig, ne? Also man merkt, man hat es einfach dieses Jahr gebraucht, das alles wieder aufzuholen, was man die letzten zwei Jahre nicht hatte. Ist das ein LGBT? Ja, genau. Natürlich. Genau. Wacken! Das musste. Ich wollte gerade sagen, der musste jetzt noch raus. Ich muss das machen, damit ins Video kommt. Der kam. Ja, natürlich. Der kam aus der Deck. Bembe gemischt mit Hubertus-Tropfen. Hubertus-Tropfen. Es geht, aber warum? Warum? Halt. Was ist Hubertus-Tropfen? Wieso hat man Hubertus-Tropfen? Was ist das überhaupt? Voll in Extremo verpasst, da will ich jetzt eigentlich unbedingt hin. Ja, ich weiß, da wollte ich unbedingt hin. Aber jetzt habe ich dich gesehen und du bist wichtiger. Oh. Cute. Cheers. Ska! Aber trotzdem, dass ich dich mal live sehe, ich find's herrlich. Und vor allem so spontan. Ja, ich dachte mir, die sind jetzt alle da. Das ist der Moment, wo ich hierher komme und die ganzen Camps ausraube. Ja, oder? Raubritter halt. Ja, richtig. So sieht's nämlich aus. Der dunkle Raubritter. Der dunkle Raubritter. Einfach plündern und Brandschatz. Dann solltest du meine Geschwister sehen. Die sind morgen. Sehen die auch alle so aus wie du? Bestimmt. Das lohnt sich also. Die sind sogar noch größer. Die sind meine kleinen Geschwister. Großartig. Ja, aber, sind die einfach nur groß oder sind die auch hübsch? Oh, jetzt weiß er gar nicht mehr, wie er darauf eingehen soll, ne? Darf man seinen Geschwistern heutzutage noch Komplimente machen? Der kriegt gar nicht so oft so Komplimente, merke ich gerade, ne? Oder? Ja. Warum nicht? Es ist ungewohnt. Er wird richtig rot, merkst du? Ist das niedlich? Oh, es ist schon ein bisschen niedlich. Hör ich mir auf. Hi. Legende. Ich habe noch nicht geschafft, dir eine Griffin-Zigarre zu sagen. Aber ich habe das beschissene Foto gefunden.
Oha! Was ich hier beweisen ja. Kann. Da bist du. Ach, du warst das? Ja, Mann! Das ist so ein legendäres Foto. Zeig das mal. Das ist so legendär, Alter. Das ist so ein fettes Foto. Hast du? Das bin ich? Das bin ich! Yeah! Simba! All das wird bei dir gehören! Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Tradition, jedes Jahr auf dem Reideburger Wagen ein Foto zu machen, beziehungsweise eine Aufnahme, wie ich sinnierend in die Ferne starre. Genau so. Wir haben uns dann beeilt, noch Slipknot zu sehen und diverse andere Bands. Das kann ich euch noch immer leider nicht zeigen, wegen der Übertragungsrechte der Bühnenshows. Deswegen seht ihr da ständig mich. Ja, oder solche Bilder. Der Mann hier, wie heißt er? Ich bin der Magic Minne, Hilfszauberer. Hilfszauberer Magic Minne. Er kam zu mir, er ist übrigens mega smart, weil er hat sich gedacht, es ist sehr, sehr sonnig. Es muss etwas reflektieren. Ja. Der Mann hat in Geografie aufgepasst. Ich reflektiere die Sonne Physik. Einfach weg für euch alle mit. Und er strahlt und funkelt wie eine Disco-Kugel. Wie Olaf der letzte Flipper. Aber auch innerlich. Natürlich. Wollen wir einfach mal Danke sagen, 40 Jahre die Flippers? Das ist toll, oder? Ich hasse dieses Lied, ne? Das geht mir schon den ganzen Festivalsommer auf den Sack, ne? Sie ist positiv, überall hören alle nur Laila und hier hört man halt 40 Jahre die Flippers. Dieser junge Mann in diesem wunderschönen Hemd, was er aus dem Kilo-Shop am Bahnhof hat wahrscheinlich. Aber das reflektiert leider nicht. Er hat mich schon dreimal interviewt. Einmal bei Rock am Ring, einmal am Dong Open Air. Nicht letztes Jahr, 2019 hier, ja. Und ich habe es noch nie ins Video geschafft. Und ihr müsst euch mal überlegen, wie schwierig das ist, weil ich meine, ich filme sehr wenig, weil ich extrem faul bin. Und trotzdem irgendwas wegzuschneiden, weil es nicht gut genug ist, das ist schon hardcore. Ja, mittlerweile, als ich das gesehen habe, dass du mich nicht mit reingeholt hast, da denke ich mir mittlerweile, du hast einfach keinen Bock auf Klicks. Oh ja, das hat richtige Thumbnail-Charakter, oder? Das ist das neue Thumbnail. So, und das ist erst ein geiles Hemd. Oh, was ist das für ein geiles Hemd? Geil, lass uns das mal abziehen. Nicht schlecht. Abziehen? Bist du jetzt professioneller Krimineller? Es hat mich aber sehr gefreut, dass wir uns jetzt mal unterhalten haben. Hast du noch irgendwas Wichtiges für die Nachwelt hier eigentlich festzuhalten? Oder? Ja, Mama, ich habe eine ganze Woche nichts getrunken. Ich finde das interessant, weil ich dachte, Zauberer sind einfach irgendwie 1000 Jahre alt. Wie alt ist deine Mom? Naja, sage ich besser nichts zu. Er ist nicht stolz auf dich. Doch schon, ey. Mutti ist die geilste, aber die ist heute Abend auf einem Roland-Kaiser-Konzert. Mutti ist die geilste. Ich weiß nicht, ja, gut, das ist auch wieder ein ganz... Ich merke langsam, warum ich deine Aussagen in den Videos nie habe verarbeiten können. Ja, meine Mama sieht aus wie ich ohne Koteletten. Was Grünen? Ist das nicht der wichtigste Job auf diesem ganzen Feld? Ja, auf jeden Fall. Also, das mit dem Trashmobil meinst du? Ja, ich meine, ich will mir nicht vorstellen, wie es ohne die Leute hier aussehen würde. Das ist nämlich das, was man immer vergisst, wenn vor allen Dingen alles reibungslos abläuft. Ja. Die Infrastruktur, das, was da dahinter steckt, dass das alles irgendwie geht, ne? Dass man nicht im Schlamm versinkt, wenn es nass wird, dass man nicht im Müll versinkt. Ja. Da sind so viele Zehntausende, glaube ich, ne? Zehntausende Leute insgesamt, die hier drumherum arbeiten, dass ein paar andere Zehntausend Leute hier unterwegs sind. Das ist schon cool. Danke an euch. Macht doch gut. Toni, wir haben in den letzten Tagen viel geschafft, wie du siehst. Ich habe das mal aufgehoben, beziehungsweise hast du das geschafft. Ich wollte dich jetzt eigentlich nicht damit konfrontieren, aber Toni, das ist eine, wie heißt das? Alkoholiker. Nee, ich will dich verbessern, dein Leben. Ich wollte dich hierher bringen, um dir zu zeigen, dass du ein Problem hast. Ja, ich habe gar kein Problem mit Alkohol. Weißt du, was die lustige Antwort jetzt gewesen wäre, Toni? Drei. Du bist mein Problem. Das hättest du sagen müssen, dann hättest du den kompletten Return, dann hättest du mich einfach komplett vernichtet. Es ist wieder nicht passiert und deswegen gehört der Kanal nach wie vor mir und Toni nicht.
Aber, dir ja vielleicht aber guck mal, ich habe Waldo gefunden. Guck mal, Waldo. Hey, hallo, Waldo. Der Waldo hat dich gefunden. Was passiert, wenn der Waldo einfällt? Das klingt wie der Anfang von einem Horrorfilm, Alter. Wenn der Waldo dich findet. Boah. Toni, das ist der Moment. Das ist der Moment. Jetzt hast du es jetzt verstanden? Hab ich mich jetzt gefunden? Ich hab mich gefunden. Ich wünsche es dir. Ey. Das war's. Großartiges Timing. Ich danke dir. Ja, sowas funktioniert nur auf Wacken. Ihr merkt, hier findet jeder zu sich selbst oder am Ende nicht mehr zu seinem Zelt. Aber zumindest ist man im Einklang mit der Natur. Es riecht zumindest so. Toni ist noch nicht bist bereit. Bist du schon bereit? Wie heißt du denn überhaupt? Ich bin Lukas, freut mich. Du bist nicht Toni. Ich bin nicht Toni. Hallo, nicht Toni. Hallo, nicht Toni. Er hat's gesagt. Lukas. Genau. Wieso trinkst du so viel Weizenkorn? Weil man's kann, vielleicht. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Also irgendwie schon Respekt, aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst vor dir. Ne? Ist es so? Sind es die Ohren? Also deswegen habe ich dich ja zuallererst angesprochen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt jemand, der mich versteht vielleicht und der mir auch keine Angst machen will. Aber ich will dir auch keine Angst machen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass du so viel Weizenkorn trinkst. Jetzt dachte ich, das ist übermenschlich. Also sind das vermutlich auch deine echten Ohren, oder? Vielleicht. Tat das weh? Ja, ein bisschen schon. Fandest du es gut? Irgendwie ja. Lukas, du hast uns in der unangenehmen Situation erwischt, dass wir konzeptlos über ein Festivalgelände laufen und irgendwelche Dinge müssen passieren. Was möchtest du denn beitragen zu diesem Experiment? Vielleicht ein gutes Gespräch? Wow, also, Talente habe ich leider keine. Das ist immer cool, aber ich habe jetzt irgendwie mit was Spektakulärem gerechnet. Naja, aber in die Kamera schreien, das geht auch. Kannst du das? Toni schätzt ein, ob das gut war. War das gut? Mehr schreien. Nee, sei vor allen Dingen... Ja, Halt kurz. Oder mehr Hase. Mehr Hase, bitte. Mehr Hase. Wir brauchen mehr Hase. Ich habe einen Hasen sowas noch nie machen sehen, tatsächlich. Ja, guck, das ist ein Osterhase. Das ist ein Osterhase. Warum hat er Schmerzen? Oder weil man ihm die Eier weggenommen hat? Deswegen. Vielleicht, genau, weil er muss sie ja suchen. Dieser arme Osterhase. Und darum versteckt er ja auch alle anderen. Weil er seine eigenen immer noch sucht. Was für ein Plot-Twist. Und was ist, wenn dich der Osterhase findet? Gerade hat mich Waldo gefunden. Das war sehr spannend. Das war für die spirituelle Einkehr sehr wichtig. Ja, ja. Aber was passiert, wenn der Osterhase dich findet? Dann habe ich ein Problem. Weil du hast ihm die Eier geklaut. Lukas, wir decken hier ein dunkles Geheimnis nach dem nächsten auf. Ja, das ist so, ne? Schrecklich. Bin ich in Gefahr, wenn ich hier mit dir gesehen werde? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Auweia. Das entwickelt sich hier in keine gute Richtung. Wir sollten, glaube ich, langsam gehen, Toni, oder? Wir sollten gehen. Komm, Toni, komm, schnell. Toni, es ist ganz wichtig, dass ich dir zeigen kann, dass hier nur Profis am Werk sind. Ja? Nichts wird hier dem Zufall überlassen, vor allen Dingen nicht das Feiern. Wir haben hier die Feuerwehr, die sinnvoll Brände löschen kann. Vor allen Dingen den Brand in der Kehle. Und, was noch viel wichtiger ist, ich habe gesehen, dass sie etwas vorbereitet haben für mich. Was ich sehr, sehr süß finde. Ich finde das sehr, sehr süß. Die haben nämlich ein Schild, so eine Szenenklappe für mich gebastelt, die ganz hervorragend zu meinem Content passt. Es war so einfach, es war so offensichtlich. Endlich habe ich das perfekte Schild für mich gefunden. Ich brauche aber noch eine große Glocke. Shame. Ding, ding. Shame. Ding, ding. Definitiv ein Hingucker. Oh, vielen Dank, weil ich so groß bin. Auf jeden Fall, nee, weil die weiße Hose, die ist noch relativ weiß. Ich finde das beeindruckend. Selbst diese Bowling-Schuhe, oder? Ja. Die waren eigentlich, das war alles schwarz mal. Es ist nur langsam abgegangen im Laufe der Zeit. Weil du einfach so viel am Rummetteln bist, dass du es einfach nicht mehr ranhalten kannst. Ich hatte auch lange Haare, die sind nur durchs ganze Headbang. Ja, das ist krass. Also die krassesten Leute sehen irgendwann so aus. Und vielleicht auch so. Also ich arbeite mich so langsam hin. Ihr seht, hier geht es auch schon alles ab. Zu wenig Beinarbeit. Ja, genau, mehr Beinarbeit. Alle unterschätzen die Beinarbeit. Richtig, das ist es nämlich. Was hältst du von Trikottausch? Trikottausch? Oh, nee. Was heißt? Sag mal, die Polizeistaffel da hinten. Ist die auf der Suche nach dir? Wenn er wüsste, wie der Zoom funktioniert. Das habe ich ihm gerade erklärt, weißt du? Ja, das macht er gut, oder? Macht er gut. Aber sag mal so, bekommst du viel Hate für deinen Look?
Nein, ich bin auf der Suche, aber ich... Du suchst Streit. Ja, du suchst quasi Streit. Und dann kommt jetzt jemand und erzählt dir auch noch... Man kann es doch nicht immer nur auf den Mosch begrenzen, oder? Was soll das? Die haben ja hier einen Tatort gedreht. Ja. Warst du's? Können wir das mit dem Trikottausch trotzdem noch machen? Heimlich. Okay. Rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Ja, mein Anwalt ruft dich an. Sehr gut. Dein, also mein Anwalt mein ruft, Taxifahrer dein, genau, ruft dich richtig, an. Genau, genau. Ich schicke ein paar Taxifahrer vorbei. Ja, ja, Vorsicht, das sind alles Germanisten, das sind alles Germanisten, die sind verzweifelt. Die holen sich, was zu holen ist. Denk dran, dass das Paket groß genug ist und Luftlöcher hat. Nee, die wollen ja nicht dich, die wollen nur das Hemd. Ne, wenn du die vorbeischickst. Es sind ja nur Germanisten, die sind ersetzbar. Naja, schon. Die gibt es eh zu viele von mir. Das stimmt. Ich hoffe, du findest den Hass, den du suchst. Nach meiner Eltern. Möchtest du deine Mama noch grüßen? Ja, ich möchte. Aber wir haben leider keine Zeit mehr. Tschüss! Jetzt, pass auf. Also, ich habe gerade eine sehr wichtige Frage gestellt, weil er jetzt hier in unser Gespräch reingeplatzt ist. Was ist überhaupt für ein. Ups, runtergekommen. So, also, welches Hemd ist schöner? Sagen, nicht welcher Mensch, nur das Hemd. Nur auf das Hemd bezogen. Also, ich muss sagen, die Kombination mit der Hose, mit dem Hemd zusammen, wäre nochmal der absolute Hit. Absolut, gewesen. Aber absolut. Ich glaube, dein Hemd gewinnt trotzdem. Dieses Konkurrenzdenken ist genau das, was wir hier brauchen. Das ist das, was du gesucht hast, auch, oder? Ja, ja. Da ist auch ein bisschen dunkel, aber naja, wir können es gebrauchen, weil ganz ehrlich, der Staub, der reicht langsam mal wieder. Ich glaube, jetzt kommt der Blitzschlag des Hasses, wird auf ihn herniederfahren. So, er zieht das magisch an, weil er halt der hellste Punkt auf diesem ganzen Gelände ist. Ist seine Hose. Ja. Wie ging das nochmal mit der Hand? Jetzt erkenne ich erstmal, was du für eine krass geile Brille hast. Dankeschön, Alex. Richtig fett. Erkennst du mich überhaupt noch? Wir haben ihn so oft gesehen, das ist natürlich tragisch. Aber das Schöne ist, wenn man sich nicht erkennt. Du warst bei uns auf Northcamp und da haben wir Flunkyball mit einem Fass gespielt und da warst du ziemlich zertrümmert gewesen. Ich? Ja. Das ist eine üble Nachrede. Als ob ich jemals durch Alkohol in irgendeiner Form demoliert gewesen wäre. Niemals. Als ob ich jemals überhaupt. Alkohol, ich trinke gar keinen Alkohol. Ihr seht jetzt, ganz kurz seht ihr eine kleine Werbeeinblendung davon, wie ich was trinke. Und zwar Wasser, nur Wasser. Und da seht ihr auch die sehr intensive Liebe zwischen mir und Wasser. Film ab. Shoutout hier, trinkt mehr Wasser. Wasser ist wichtig. Das Schöne ist, wenn man sich immer wieder nicht erkennt, muss man sich immer wieder neu kennenlernen. Und das heißt, das ist immer wieder, genau, das ist das Schönste. Weil dann weiß man noch nicht, dass man sich eigentlich scheiße findet. Ja. Und dann hat man eigentlich nur positive Gefühle. Schafft ihr sie sich auch mal wieder aufs Norf eigentlich? Nein. Das ist schade. Bestell den lieben Freunden dort allen, jedem Einzelnen, liebe Grüße von mir. Das mache ich sehr jedem gerne. Jedem Einzelnen. Machst du das wirklich? Wirklich. Also ich sage alle. Was hast du denn? Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, du hast. Ach, es ist der letzte Tag, da fängt man an, fremde Camps einfach auseinanderzubauen. Und du hast es gesehen, Kleptomanie. Ja, man, genau. Kleptomanie ist King. Super. Ja. Und du hast, was hast du mitgenommen? Von da drüben. Du hast das mitgenommen und das wegen des fallischen. Ja, genau. Wir wollen da nochmal Gruppenfotos machen. Wir mögen alle Gitarrenmusik ja auch nur wegen dieses fallischen hier. Ja, genau. Ja, genau, oder? Was machst du jetzt hier? Wie mit dir sprechen gerade. Wie hast du? Alex, hi. Hi. Weiter? Tag. Marcel. Alexander Prinz, das ist mein Name. Ah, also ich heiße wirklich so. Wünschst du auch Marcel einen wunderschönen Abend? Der ist jetzt gerade. Auch wenn der Kleptomane ist. Ja. Also aber guck mal, da kommt gleich die Polizei. Guck mal, die haben jetzt gleich den Flakturm, die holen den Flakturm raus. Aber dieses Jahr ist mehr. Aber mach mal hier zu, weil es wird jetzt kühl. Spielt ihr das Video dann nachher andersrum? Genau, das wollte ich gerade sagen. Du bist so ein smarter Guy. Ah, wisst ihr, das Allerschönste auf einem Festival ist ja, dass man sich einfach überall spontan hinlegen kann, wenn man einfach nur Bock drauf hat. Aber der Ort war nicht klug gewählt, weil ich verbrenne hier gerade einfach in der Sonne und vielleicht rolle ich mich unter diesen Wagen oder so. Kannst dich ja schön sexuell hinlegen. Pass ich da überhaupt runter? Oh ja, hier ist schattig. Das ist gut. Das hier tropft Zeug. Hä? In dem Moment kam übrigens der Besitzer um die Ecke und dachte, wir wollen da irgendwie was manipulieren oder so. Es war vielleicht ein ganz kleines bisschen unangenehm in dem Moment. Aber nicht so wild, ich konnte auch auf eine andere Art und Weise noch Spaß haben. Alexander Prinz präsentiert Ihnen Spaß mit Flaggen. Heute die Fahne der Bananenrepublik Deutschland. Interessant für Flaggenkundler ist dieses Exemplar. Vielleicht könnt ihr es ja entschlüsseln. Wir haben es nicht geschafft. Zeig mir, wo das Pony die Locken hat. Oh, es hat sogar ein Wendecover. Sehr schön. Ah, Moment, ein Gespräch habe ich noch. Staub im Auge. Vielen Dank für deinen großartigen Podcast. Folge ich auch jede Folge. Ich freue mich immer wieder drauf. Ist großartig. Wieso hast du so viel Zeit? Ach, du bist Sozialist. Du arbeitest ja gar nicht. Stimmt, deswegen kannst du das alles verfolgen. Es ist noch schlimmer. Ich arbeite in der Rüstungsindustrie. Was? Ja. Sieht das aus oder nicht? Ich bin tatsächlich IT-Berater in der Rüstung. Aber irgendwie bin ich trotzdem, schlägt mein Herz links. Ja, ich weiß, das ist total schizophren, aber irgendwie. Wie rechtfertigst du das vor dir selbst? Ich verdiene nur Geld. Prima, ich verdiene nur Geld. Und ich war 12 Jahre Soldat. Ich kann es einfach. Ach so, es ist also so, sobald es um Geld geht, wird der Sozialist zum Kriegstreiber. Korrekt.
In der Roten Armee. In der Roten Armee. Nee, irgendwie. Ach nee, ich war 12 Jahre Soldat. Ich kann das halt. Es ist etwas passiert über Nacht. Einer der Mannschaftspanzer hier wurde beschädigt. Ja, ich hab's gehört, ich hab sehr gelacht. Warst du das? Nein. Weil, aber es würde ja passen, du kennst dich damit aus. Nee, ich bin. Aber du bist ja jetzt Sozialist. Ex-Marinesoldat, ex-Marinesoldat. Ich hab keine Ahnung davon. Auch bei dir eitert so ein Geländewagen nicht so richtig aus der Hüfte raus. Deswegen. Ja, ach, so ein bisschen. Bis dann. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Dich auch. Ich verpflichte dich, da zu sein nächstes Jahr. Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet ein richtig tolles Wochenende, falls ihr da gewesen sein solltet. Oder zumindest ein bisschen Spaß mit diesem Video hier. Mir hat es auf jeden Fall wirklich richtig Spaß gemacht, wieder mal so ein Festival-Video zu machen. Ich denke, ab und an, so für mich, werde ich das auch noch weiterhin tun. Zumindest hier aus diesem Zweit-Channel. Mir ging es jetzt im Juli nicht ganz so gut, aber seitdem ich in Wacken war, hat sich irgendwie so ein Schleier gehoben und ich habe wieder total Energie und total Bock auf alles. Und ja, ich habe das so gebraucht. Es ist so, wie nach Hause zu kommen. Jedes Mal, wenn man in Wacken ist. Und dieses Jahr war es einfach ungleich geiler, weil man sich so lange nicht mehr gesehen hat. Aber es hat sich so angefühlt, als wäre gar nicht diese ganze Zeit dazwischen gewesen, sondern man war gleich wieder drin und ja, das war toll. Vielleicht hat man mir das auch ein kleines bisschen angemerkt. Falls euch das Video gefallen haben sollte, zeigt es mir gerne mit Kommentaren oder Bewertungen. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das hier überhaupt noch Leute interessiert, aber wenn doch, werde ich es ja dann anhand eurer Bewertungen sehen. Bis dann, Tschüssikowski, und vielleicht sieht man sich ja 2023, da habe ich leider eine schlechte Neuigkeit für euch. Die Karten sind schon ausverkauft. Tut mir leid, bis dann, tschüss.